Hallo Leute, heute zeige ich euch mal kurz, wie man sich unsere Software, den MacPipeWriter, kostenlos von unserer Website runterladen kann, installiert und damit Noten aufruft und damit vielleicht auch üben kann zu Hause. Als erstes geht ihr auf unsere Website, auf Musik und Noten, Notenstandard. Dann landet hier auf dieser Seite und da scrollt ihr runter, Notenstandards. Und hier unten, das ist auf allen Notenseiten, gibt es Links zu dem MacPipeWriter Gold und weitere Versionen. Der MacPipeWriter Gold ist die Standardinstallation, die solltet ihr zuerst runterladen. Das ist ein ZIP-File. Ich gehe da mal rauf. Dann kommt erstmal noch eine weitere Seite, die lädt, wo es den direkten Download-Link gibt. Wenn ihr da draufklickt, würde er sofort mit dem Download beginnen. Da könnt ihr die Datei speichern bei euch auf dem Desktop. Ich mache das mal. Und das dann installieren. Also bei mir hat er das jetzt runtergeladen, automatisch. Und der andere Link, hier untere weitere Version, das ist für modernere Betriebssysteme. Das hat ein Däne mal online gestellt. Das könnt ihr auch als ZIP-File runterladen oder direkt als Exe-File. Es funktioniert nicht nur, wie hier beschrieben, auf Windows 8, sondern auch auf Windows 10. Ich habe es hier auf Windows 10 laufen und das zeige ich euch jetzt mal. Was ihr noch braucht, wenn ihr das installiert habt, das Programm, ist natürlich die Noten. Da sind auch Noten mit dabei bei dem Programm, aber die ignoriert am besten. Bei uns auf der Website könnt ihr alle unsere Stücke in unserer Version runterladen als BWW-File. Wenn ihr normalerweise auf das BWW-File klickt, geht ein Text auf. Also das solltet ihr nicht machen, sondern mit der rechten Maustaste von eurer Maus auf dem BWW-File und das Ziel speichern und dann wählen bei dem Dropdown-Menü. Auf dem Desktop speichern. Ich hatte das schon mal gespeichert, ich ersetze das mal. Dann geht ihr auf euren Desktop, hier habt ihr das Stück, das ist so ein kleines rotes Symbol, doppelklicken, dann öffnet er das, er macht hier eine Registry-Fehlermeldung, die könnt ihr ignorieren. Das läuft eigentlich sehr gut, das Programm. Hier oben habt ihr eine Menüleiste mit Lautstärke, Play, Dauerschleifen, Wiederholung und Stop und ganz wichtig, zurück an Anfang und auch der Button Refresh ganz links oben in der Ecke. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt, wo man das, was man hier verändert, einmal aktualisieren muss, damit es angenommen wird. Bei diesem Stück würde ich jetzt mal, das spiele ich einfach mal ab. Ich gehe einfach auf den Play-File hier oben. So, das möchte ich aber so nicht. Ich möchte es ja üben und mich nervt auch dieses MIDI-Sound, Bass und Tenor. Deswegen, das kann man hier oben ausstellen. Man kann die Lautstärke hier auch ein bisschen regeln. Jetzt spiele ich es nochmal ohne Tenor. Klingt besser. Und ihr habt schon gesehen, er spielt da weiter, wo ich gestoppt habe. Wenn ihr wieder zum Anfang wollt, nehmt ihr den ganz linken Rewind Tune. Was ich auch machen kann, mit der linken Maustaste geklickt halten, kann ich einzelne Parts des Stücks aktivieren. Jetzt würde er nur diesen Part spielen. Ich kann also hier auch einzelne Noten rauswählen, wo ich ein Problem habe, und die abspielen. Und ich kann die Dauerschleife spielen. Und das immer wieder üben, diesen Part. Also sehr simpel gehalten. Was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt die Geschwindigkeit des Tunes anpassen. Dazu hat man die Möglichkeit hier unten in dem Codebereich. Das geht am einfachsten. Da steht jetzt Tune Tempo 84. Das ist das Entscheidende. Da kann ich die 84 ersetzen, zum Beispiel durch 60 Beats per Minute. Kann refreshen. Und jetzt spielt er mir das Stück langsamer ab. Also ein für mich vielleicht angenehmeren Übungstempo. Ich kann hier mit der Maus diesen nach unten ziehen. Wenn ich diese Tempoänderung nicht mehr möchte, ziehe ich das nach unten und dann kann ich den ganzen Tune sehen. Und hier bei diesem Set seht ihr, sind alle mehrere Stücke auf einem Blatt. Das heißt, ich müsste für jedes Stück einzeln das Tempo auch anpassen. Oder alternativ, ich gehe hier oben in Configure im Menü und gehe auf Set Play Options und dort habe ich hier oben ein Tempo von 84 eingegeben. Das könnte ich hier ändern, dann ändert er das für alle drei Stücke. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft beim Üben. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wenn ihr Fragen habt, immer gern.